So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play für den Train Simulator Classic, wie er inzwischen heißt, auf Kai's Retro Games. Heute wollte ich euch mal die Doppellokomotiven der ZSSK Cargo vorstellen, also wo sie aktuell im Diensteinsatzgebiet sind, die berühmte Serie 131. Wie gesagt, ehemals die GSD-Baureihe E479.1. Also wie gesagt, so schaut das ganze Spiel hier aus. Ich kann ja kurz mal eine Runde rumschwenken, also mal kurz mal eine Runde rumgehen, dass man das sieht. Wie gesagt, also sie erinnern von der Optik her, vom Design ganz klassisch an die 162, 163 beziehungsweise 362, 363 und sind im Endeffekt halt eben, wie gesagt, zwei zusammenhängende Loks, also auf gut Deutsch eine Doppellok, die mit einem Gelenk verbunden sind halt eben, werden aber auch nie wirklich, also man könnte sie entkoppeln, könnte sie einzeln einsetzen, ist aber nie gemacht worden, auch noch nie praktiziert worden, was ich soweit weiß, und ist aber in dem Falle auch verständlich bei, ich sag mal, ja, bei diesen Fahrzeugen. Wie gesagt, also die Loks halt eben sind vorwiegend im schweren Gütereinsatz, sieht man hier hinten. Ich habe ja auch schon 20 Wagen hinten dran gespannt halt eben. Da drüben steht eine 57er auch noch hier neben. Wir fahren wieder von unserem Stammbahnhof in Wilko, fahren wir wieder ab halt eben. Wir werden dann von hier aus mit der schönen Lok dann nach Brod erstmal rüberfahren. Dort werden wir die Waggons da drüben auf dem Rangiergleis abkoppeln, abstellen und werden die Lok dann dementsprechend, also gerade auf der Strecke, dann halt eben überführen nach Rotztoki, da wo wir auch schon mit dem 471er gefahren sind. So, wie gesagt, ich habe die Loks wieder mal im Internet kostenlos gefunden, beim Joachim auf der Seite. Ich werde schauen, dass ich das unter dem Video verlinke, dass man das gleich findet, dass man die Züge auch gleich da direkt downloaden kann, wo man sie haben will. Wie gesagt, also Payware-Niveau, es ist wieder, wie gesagt, ich sag mal Freeware, die generell, und das Schöne ist halt eben, wie gesagt, die Loks sind wieder detailverliebt, bis zum geht nicht mehr, auch technisch komplett, also hier ist alles bedien- und benutzbar, du kannst die Fensterscheiben hoch und runter klatschen, wieder alles drum und dran, du kannst die hier vorne, das alle die Rollos bewegen und so weiter, also das ist, wie gesagt, vom Detailumfang her, sind die, wirklich muss ich ja sagen, sind die Tschechen-Loks bis jetzt bei mir immer noch ungeschlagen, deswegen fahre ich sie auch am liebsten, und jeder, der mein Facebook-Profil kennt, weiß das. Aber kommen wir mal zur Historie dieser Wagen, bevor wir jetzt einfach anstarten. Also, die Fahrzeuge der GSD-Baureihe E479.1 ab 1988 dann Baureihe 131 sind elektrische Doppellokomotiven der einstigen tschechoslowakischen Staatsbahn, der GSD. Für das 3-Kilowatt-Kilovolt-Gleichstromsystem. Sie gehören heute zum Bestand der slowakischen Eisenbahngesellschaft Selicina Spolonoc Cargo, Slowakia. Also ZSSK Cargo. Ende der 1970er Jahre wurden für den schweren Güterverkehr auf den neigungsreichen Strecken der Slowakei neue elektrische Lokomotiven benötigt. Skoda in Pilsen entwickelte eine Doppellokomotive, deren wesentliche Bauteile mit den gleichzeitig entwickelten Lokomotiven der GSD-Baureihe ES-499.1, also heute die Baureihe 362-63, baugleich sind. Die Konzeption als Doppellokomotive stammte hingegen von der Baureihe E469.5, das ist also die heutige 125.8. Kann man sich vorstellen, sieht, ist dasselbe Spiel wie die, nur halt eben, wie gesagt, eine 141er, 142er beziehungsweise 242er halt eben als Doppellokomotive. Also im selben, kannst du mal sagen, in derselben Form. So schaut das jedenfalls optisch dann aus. Diese Lokomotiven wurden Mitte der 1970er Jahre für den grenzüberschreitenden Güterverkehr auf der breitspurigen Strecke Uschhorod-Kosice gebaut. In den Jahren 1980 bis 1982 wurden insgesamt 50 Doppellokomotiven der Baureihe E479-1 an die GSD ausgeliefert. Sie bestehen jeweils aus zwei baugleichen Lokomotivhälften mit jeweils eigener Serien- und Betriebsnummer. Ein Betrieb einzelner Lokomotivhälften ist nicht vorgesehen und wurde auch nie praktiziert, wie bereits von mir schon erwähnt. Mit der Teilung der Tschechoslowakei am 1. Januar 1993 in die selbstständigen Staaten Tschechien und Slowakei verblieben die Maschinen bei der Selesnice Slovenske Republiki, also bei der ZSR. Heute gehören die Lokomotiven zum Bestand der ZSSK Cargo. Sie kommen vorzugsweise auf den Strecken Kosice Selina bzw. Selina Bohumin und Selina Ranice na Morave zum Einsatz. Beheimatet sind sie im Depot Spiska Nova Ves. Mit Vorliebe halt eben, wie gesagt, man hat sie auch eine Zeit lang eingesetzt für den grenzüberschreitenden Verkehr in der Ukraine, weil man von daher die Kohle günstig geholt hat und hat die dann im Grenzverkehr damit eingesetzt.
wie gesagt, wenn die, wenn, wenn, und aktuell halt eben, wie gesagt, werden sie ganz gern auch ich sag mal, für die Kraftwerke da unten genutzt. Dort werden sie regelmäßig vor die Kohlengüterwagen gespannt, halt eben, weil sie einfach die Kraft und die Power haben. Wenn sie in steigungsreiches Gelände kommen, halt eben, das haben wir jetzt hier nicht so extrem, aber wir werden es beim Fahren merken, dass sie da nicht wirklich viel Power dann, also dass wir da nicht extrem beschleunigen können, ist aber auch logisch, es ist eine Rangier, es ist also eine, ja, es ist eine Güterlok und halt eben, wie gesagt, keine Personenfahrzeug. Also kein Personenbeförderungslok. Und da hat man dann meistens Folgendes gemacht, man hat da meistens hinten an die Traktion, ganz hinten dran hat man dann ganz einfach nochmal eine Lok zum Schieben nachgesetzt. So, aber kommen wir nun halt eben, wie gesagt, zum Fahren unseres wunderschönen Zuges. Wir gehen mal hier vorzugsweise in die Kabine vorne rein. So, mit Strakt und B aktivieren wir da schön brav die Batterie. So, dann drehen wir uns einmal kurz um. Und dann, wie gesagt, kommt das Spiel mit rein. Dadurch, dass ich ja ganz gern ohne sie verfahre, empfehle ich aber auch für jeden, weil das ist einfacher im Betrieb. Man kann auch mitfahren in dem Punkt, da ist alles kein Thema, aber ich empfehle, ohne ist es entspannter auf manchen Strecken. So. Die F169 ist für 156 ist für die Mirell-Steuerung, das schalten wir da aus. Und die F191 ist auch für die Mirell-Steuerung. Das ist dann halt eben, wie gesagt, der schöne Apparat, der hier verbaut ist. Das Mirell ist ja der Geschwindigkeitsregulator in den tschechischen bzw. slowakischen Zügen. Was ich auch vergessen habe zu erwähnen, zeitweise, nicht sehr oft, aber ab und an kommen diese Wagen natürlich auch dementsprechend auf dem Netz der CD auch zum Einsatz. Das heißt, wenn Großgüter nach Tschechien überführt werden müssen von der Slowakei, kommen die auch im Einsatz. So. Wir werden jetzt erstmal schauen. Wir haben jetzt die Batteriesteuerung eingeschaltet. Halt, bevor ich es vergesse, das Wichtigste. Jetzt kommt hier dieser schnuckliche, süße Hebel. Den hoch. Wie gesagt, und bis zum Anschlag rüberdrehen. Dann die Feststellbremse lösen. Dauert bei dir ein bisschen lange, aber guck mal, darf auch nicht vergessen, das ist eine Güterlok, die ordentlich ziehen muss. Da macht das auch Sinn. Dementsprechend, wenn die mal im Gelände mit viel Anhang steht, dass sie dementsprechend eingestellt ist. So, dann als nächstes die Lichtsteuerung einschalten. Jetzt sehen wir draußen schon, die geht an. So, dann werden wir jetzt den Stromabnehmer heben. Dafür müssen wir die beiden Schalterchen da hinten in die untere Stellung bringen. So, wie gesagt, hier drüben, den Schalter müssen wir dann auf die Rika-Stellung bringen. Dann rennt er schon an. Den hier auf Z und dann, wie gesagt, Knöpfchen drücken und dann fährt unser Stromabnehmer auch schon nach oben. Also wie gesagt, nochmal zum Mitschreiben, die beiden Schalter hier für den Stromabnehmer beide runtersetzen, auf die Hika-Stellung hier drüben den Kompressor setzen, den kann man hier in der einfachen Stellung belassen, hier auf Z stellen, für dass man den ersten Stromabnehmer nehmen und dann den Startknopf drücken zum Heben für den Stromabnehmer. So, jetzt ist der Stromabnehmer mal oben, jetzt wollen wir ja auch anstarten und da empfehle ich, wie gesagt, beide Kompressoren auf die A-Stellung zu setzen. Dann fängt er an zu pumpen. Und dann müsste man hier gleich sehen, halt eben, wie gesagt, dass er anfängt hier zu ackern. Aber das wird noch nicht gleich funktionieren. Dazu müssen wir erstmal in den hinteren Führerstand gehen und müssen da noch ein bisschen was richten. Und zwar kommt jetzt hier in dem Führerstand, wie gesagt, auch wieder Strakt B. Wir aktivieren den. Dann den Hebel nach oben auf die K-Stellung, also nicht ganz bis nach rechts durchdrücken. Auch hier wieder die Feststellbremse lösen. Erledigt. So, jetzt sind wir fast schon soweit. Wir sehen jetzt, dass sich hier natürlich also der Druck über die Kompressoren noch nicht ganz aufbaut in dem Punkt. Das liegt aber einfach daran, weil wir jetzt die Bremsen nochmal bewegen müssen. Das heißt de facto hier, zack, die auf Nullstellung. Dann sehen wir schon, dass er anfängt hoch zu pumpen. Wie gesagt, der muss auf Minimum 5 Bar bekommen, damit wir auf den Hauptkompressor kommen. So, aber bei 5 hast du ja auch den Strich halt eben, wie gesagt. So, jetzt sind wir auf über 4 Bar, reicht völlig. Jetzt gilt folgende Regel: Schlüssel anstecken, umdrehen, den Richtungswenderschalter für die Fahrtrichtung einmal nach vorne, einmal zurück, dann wieder auf Null stellen. Jetzt schalte ich mal unten dazu. Wieso macht mein Handy jetzt schon wieder Krach? Wer hat dem das erlaubt? Das ist unglaublich. So, die Bremsen sind alle ausgelöst, Fahrtrichtungswender nach vorne, die beiden Kompressoren auf T stellen und damit sind wir dann im de facto schon fahrbereit. Das war's. Mehr ist nicht. Zack, und die Lok kann man fahren. Man sollte eventuell noch den Zugfunk dazu noch einschalten. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Und das war's. Fuchsende aus. Wir sind fahrbereit. Ich muss kurz gucken. So. So. Passt schon. So. Also, wie gesagt, unser Zug ist fahrbereit. Damit
langsam die Stufen hochschalten, nicht zu viel. Weil man darf auch hier nicht vergessen, wir haben halt eben ein ordentliches Gewicht hinten dran. So, unser Zug kämpft sich jetzt da schön brav über die Weichen. Beim Zugfunk auch registriert. So, wie gesagt, das gute Stück macht auch einen schönen Lärm.
sind es aber auch hier, die Lok ist selber nicht für ausgerüstet für mehr als 100 km/h. Also schneller braucht man da nicht fahren, sollte man auch nicht tun. Ist für das Fahrzeug dann vielleicht doch nicht so ganz so empfehlenswert. So, die nächste Station ist dann, müsste dann eigentlich Brod sein in dem Punkt, und deswegen müssen wir jetzt dann aufpassen, müssen wir langsam fahren, weil gleich kommt ein Überführungsstückel. Da ist es dann zu empfehlen, dass wir dann dementsprechend nicht rasen, weil wir dann halt eben, wie gesagt, uns absondern vom Hauptgleisstrang und dann oben über das Industriegleis halt eben über der Brücke noch müssen. Bloß da können wir natürlich mit der Lok natürlich keine 60, 70, 80 fahren, das ist dann nicht wirklich zu empfehlen. Weil da kannst du dann relativ zügig zu deinen Gleisen kommen, aufgrund der Masse des Zuges. So, da kommt uns der 57er, wahrscheinlich der 754er sogar entgegen. Eine Brillenschlange. Wie gesagt, das Schöne an diesen Strecken finde ich ja wirklich, an der ganzen Sachlage ist ja das, dass du hier wirklich, auf der Testovaci Trat und auf der Radekalove-Strecke, also auf der Trat 020, dass du auf beiden Strecken einen Quick-Drive-Modus hast halt eben und du hast automatisch generierten KI-Verkehr drin. Das ist geil. Du fährst einfach und du hast trotzdem Zugverkehr um dich herum. Da kannst du mit jeder Lok fahren, egal was du willst. Und das finde ich an diesen beiden Strecken so toll. Du musst nicht zwangsweise Aufgaben erstellen oder zocken. Nein, du setzt deine Lok einfach dahin, wo du sie haben willst, gibst vor dir und die Strecke fährst du und fertig und das rennt. Das finde ich schön. Das macht schon gut Laune. So, jetzt kommen wir von der Hauptstrecke nämlich hier ab. Und wenn jetzt umgelenkt auf das Gütergleis. Wie gesagt, mit einem normalen Güterzug mag hier der 60er drin sein. Ich empfehle aber bei solchen Schwerzügen wie dem hier, wo man wirklich Material irgendwo hin transportiert, also so wirklich solche Mengen Material dahin transportiert. Da halte ich es persönlich für klüger, wenn man da wirklich dann sagt 40 bei solchen Strecken und Ruhe. Ist am vernünftigsten.
hinten haben wir den Hauptgleisstrang noch. So, hier nehmen wir jetzt Gas weg. Weil unten kommt nämlich schon der 40er und es bringt jetzt nichts, hier zu beschleunigen. Jetzt ja schon eine kleine Rangierlok bereit. So. Weil da vorne sind wir nämlich dann hier auf dem Gegengleis drüben, wo jetzt hier auch die Weichenabzweiger ist, in dem Punkt, da wird sie dann noch hingerangiert werden. Wo unser Abstellplatz ist aber da vorne, damit wir den Zugverkehr jetzt nicht behindern, auch den Güterverkehr nicht. Wie gesagt, hier das zweite Nebengleis führt dann halt eben um hier direkt zum Kohlekraftwerk halt eben und für das ist nämlich dann, sind da hinten auch die Waggons dann bestimmt. Die guten Stücke hier. Da unsere Lok ja jetzt hier auf der Strecke nicht beheimatet ist, fahren wir dann direkt durch bis Roztoki mit der Lok ohne Anhängsel. Weil da kann man auch nochmal zeigen in den Punkten, was die an Geschwindigkeit so circa kam von der Beschleunigung her. Schauen wir kurz. Stehen wir da eh nicht zu weit, dass wir blockieren? Ne, da kommt der Zug noch entspannt vorbei. Passt. Gut, also wir haben jetzt erstmal voll gebremst. So. So, da haben wir jetzt abgekoppelt. Das passt. In den Punkt. Und wir fahren dann direkt für uns dann weiter. Weil hier ist nämlich dann das Nebenausfallsgleis. Das heißt, die Rangierlok braucht dann im Endeffekt bloß nachher später von da kommen, holt sich den hier, fährt hier rüber auf das Gleis mit dem kompletten Ding, fährt hier rüber zum Thema und schiebt sich den Spaß dann hoch ins Kraftwerk. Beziehungsweise oben hin. Und dann ist da schon Ruhe. Weil wir haben dann jetzt den Teil der Aufgabe dann für uns erfüllt. Das heißt jetzt, wir werden dann ganz entspannt. So. Wir werden unsere Bremsen erstmal alle lösen. Oder warten, bis der unten angekommen ist, halt eben wie gesagt. So, jetzt können wir schon weiterfahren.
hier soll aber auch ein schöner Verkehr, wenn ich so kick. Am Bahnsteig stehen zwei Personenzüge. Der Rangierer steht hier auch schon bereit, der Kleine. Drüben haben sie auch schon zwei Rangierer bereitgestellt. Naja, ist eh schon noch was los. Könnte man das hier nochmal so festhalten auf YouTube-Deutsch. Sekunde, so. So. Jetzt haben wir das schön im Bild zusammen, die drei Loks hier. 754 halt eben 333 halt eben, dazu die 100, oder? Eine 181er ist das. Und dazu die 131er, also so alle drei nebeneinander. Schön. Schönes Bild. So, gleich können wir dann eben mit dem 100er durchballern.
hätte jetzt mal ein bisschen runterbremsen müssen, aber irgendwie bremst er mir gerade ein bisschen zu weit runter. So, okay, jetzt mal mit den Kompressoren ein bisschen nach, dass es schneller geht. Weil ich war jetzt zu schnell unterwegs in dem Punkt. Ich hätte auch langsam abbremsen können, aber naja, was soll's. Damit haben wir Loki passiert.
So, jetzt haben wir noch mal raus, um was rauszuholen geht. Reicht völlig, jetzt hast du gemerkt, sie wird schön lauf und ruhig. Jetzt hat man schon richtig schön gemerkt, wie sie bei 120 angefangen hat, lauf und ruhig zu werden. Also 120 toleriert der Simulator im echten Leben, sage ich aber ehrlich, was ist die 100 km/h haben schon ihre Berechtigung. Wobei man sagen muss, die Loks sind sehr, sehr stark. Ursprünglich war ja die Grundidee gewesen für die eigentliche Erzeugung für diese Doppelloks eigentlich, dass man die einsetzen wollte von hochrangigen Reiseverkehr, damit man einfach einen starken Lok hat für einen langen Zug. Und die Höchstgeschwindigkeit, ich glaube, was gemessen wurde bei den guten Stücken, war 200 Stundenkilometer, war das allerhöchste. Aber wie gesagt, das hat man dann nachher hinterher auch wieder dann reduziert und gedrosselt in die Punkte für den eigentlichen Zweck, mit dem sie nachher letztendlich verwendet wurden. So, 11 Kilometer noch bis zu unserem guten Ziel. So, wir können ja zur Lok vielleicht eventuell noch ein bisschen was sagen an den Punkten. Also wie gesagt, was wir schon rausgehört haben, 50 Stück davon gibt es halt eben, wie gesagt. Der Hersteller ist Skoda Pilsen. Die Achsformel ist BO, also BOBO plus BOBO. Die Spurweite ist 1435 mm als Normalspur. Die Länge über den Puffer beträgt 34.554 mm. Die Dienstmasse sind 169 Tonnen, Höchstgeschwindigkeit 100 km/h, Stundenleistung 5000 kW, Dauerleistung 4480 kW. Anfahrtzugkraft sind bei 350 kN. Der Treibraddurchmesser sind bei 1250 mm, das Stromsystem ist klar, 3 kV Gleichstrom und die Anzahl der Fahrmotoren 2x4 Stück. Also 2x4er. Wie gesagt, was schon interessant ist, ist halt eben, wie gesagt, die Anfahrtzugkraft von 350 kN. Das heißt, wir reden hier von einem gewiegenden Gewicht von knapp, die zieht schon entspannt beim Anfahren halt eben, wie gesagt, entspannt an die 35 Tonnen. Das ist natürlich schon dementsprechend ordentlich bumsig. Kilonewton. Ich muss dazu sagen, ich habe mir aber letztens auch wieder mal, falls er zuhören sollte, wieder von Ole Cravallo den Stream angeguckt, gehabt hat eben von ProTrain 7, wo er mit der S7, mit dem Klo halt eben, wie gesagt, in Senffarben von Arnsfelde nach Potsdam gefahren ist. Und auch auf der U7, glaube ich, war das gewesen, oder U9, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz so sicher, ich glaube auf der U9 war das gewesen, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz so sicher. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, schöner Livestream halt eben in den Punkten. Kann man sich immer wieder antun. Da kann ich hier ganz gern auch mal Werbung für machen. Von Ole Cravallo, die Videos kann ich nur empfehlen zum Thema. Wunderbare Videos. Immer unterhaltsam. Der Mann ist ein echter Berliner Unikat zum Thema. Der hat das Herz. Der hat das Herz auf der Zunge. Wie sich das hier hört. 1A. Wobei ich aber sagen muss, zu seinem Gesellschaftsbild, das er da abgibt an Kritik zum Thema, unterstütze ich zu 100%. Wie gesagt, ich empfehle jedem, schaut euch den Stream an und ganz einfach in den Punkt. Aber das, wie es gesagt war dort, 1:1, das stimmt 100%. Daumen hoch dafür. Ja, was jetzt ansonsten zu neu? Kann ich mal darüber berichten. Ich war ja bis jetzt vor kurzem noch im Krankenhaus gewesen, weil ich bin auf Arbeit von der Leiter geflogen. Das ist aber eigentlich im Endeffekt mit der Leiter umgeflogen halt. Ich habe oben einen Dreher gehalten halt und dann wir machen die Leiter unter mir an zu knacken.
hat den Sensor nach unten gemacht. Ich habe natürlich, um nicht auf der Leiter zu landen, mich abgestoßen, bin natürlich dann auf dem Knie gelandet. Dabei hat es meine Kniescheibe ein bisschen tendiert halt eben. War aber ganz interessant, weil ich bei der OP nur das Bein akutisiert hatte und da vollwegs zugucken konnte, die 5 Stunden. Das war schon ziemlich interessant. Und wie gesagt, jetzt habe ich bis vor kurzem noch einen Gips getragen. Jetzt bin ich wieder zu Hause halt eben mit Streckorthese. Und jetzt habe ich auch wieder Zeit, dass ich Let's Plays machen kann. Deswegen, wie gesagt, mich wundern, warum da kurzzeitig jetzt nicht viel los war. Aber, wie gesagt, an den lieben Jan Novak, mit dem ich jetzt auch seit neuestem Schriftverkehr habe. Wie gesagt, liebe Grüße raus halt eben zum Thema. Danke, dass du mir so lieb folgst und mir auch mit Tipps und mit Tricks, mit allem, mit Rat und Tat zur Seite stehst. Finde ich total super von dir, dass du da versuchst, mir zu helfen bei den Tschechenstrecken, wenn da mal eine oder die andere nicht so ganz läuft. Finde ich echt spitze. Wie gesagt, also nochmal ein großes Dankeschön an dich. Deswegen gehörst du hier in dem Video auch nochmal erwähnt und gewürdigt. Ja, was gibt es sonst noch so viel Neues? Eigentlich nicht viel in den Punkten. Eigentlich nicht wirklich viel in den Punkten. Ja, jetzt mit Inflation, Teuerung, blablabla, das ganze Spiel kennen wir ja alle drum und dran halt eben, wie sie uns da erzählen wollen, dass wir weil wir jetzt ja für die Ukraine da zurückstecken müssen, dass wir jetzt im Winter frieren sollen. Aber ich bin genauso, also wie gesagt, ich bin auf derselben Schiene unterwegs. Ich sage ehrlich, wie das ist. Nee. Also, entschuldige bitte. Nee, warum sollen wir frieren dafür? Aber sobald du das laut aussprichst, bist du ja sofort wieder rechts. Das ist ja dann auch wieder so ein Ding. Na, was hat er nu? Aha. Boah, hat das jetzt da eine Notbremse reingeknallt? Ah, wir haben zu viel Kompressordruck verloren. Deswegen hat er jetzt den Quersteller gemacht. Okay, das erklärt es natürlich. Ist auch ganz interessant zu sehen bei den Zügen. Siehst, das habe ich vorhin so vergessen zu erwähnen. Im Arbeitsmodus, wenn man dann wirklich den Zug fast nur durchgehend rollen lässt, was ich jetzt zum Beispiel getan habe, ich habe ja jetzt hier wirklich geschoben vom Tempo her. Muss man, auf das habe ich selber jetzt nicht gedacht, ja. Sollte man eventuell darauf achten, dass man dann halt eben, wie gesagt, den Kompressor um eine Stufe auf dieses T, also hochschalten tut, damit er halt eben, wie gesagt, auch genug Gegendruck hat, weil ansonsten macht er nämlich den Fehler, beziehungsweise als Automation, weil er ja keine Reaktion mehr vom Fahrer bekommt, dass irgendwas getan wird am Bedienpult, dann geht er automatisch, wie gesagt, in die Eisen. Da muss man den Kompressordruck wieder erhöhen, damit man hier halt eben auf Null kommt und dann geht die Lok auch wieder an. Weil das Mirelle haben wir ja offiziell so nicht zugeschaltet, das haben wir ja ausgeschaltet am Sicherungskasten. So, jetzt haben wir voll wieder Rinder.
So. Da kommt schon die Autobahn halt eben. Das heißt, wir sind wirklich nicht mehr weit entfernt von der Stadt. Da drüben stehen wieder lauter Mukulis, also Kühe auf der Weide. Mal kicken, bevor sie hier hinter der Lärmschutzwand verschwindet. Hilfe! 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 Oh mein Gott! Boah, das war jetzt viel zu schnell. Hoppala! Hui! Mit voller Elan dran vorbei. Bist du darisch, dass die nicht aus dem Gleis gehobt ist? Alter Schwede, hier wird's auch nicht langweilig. Ja, ich habe jetzt auf die Distanz vergessen, ja. Aber hier ist auch ordentlich Rangierverkehr, wenn du kickst. Ich werde jetzt eigentlich noch ein Stück nach vorne hier fahren. Gut. Will er nicht? So. Und fertig. Juti, dann sage ich an der Stelle mal danke für, auch für das recht schwunghafte Ende. Dann sagt nochmal danke halt eben, wie gesagt, für Zuschauen halt eben. Hoffe natürlich, es war jetzt für euch zum Ende hin genauso belustigend wie für mich an dem Punkt. Ich hoffe euch natürlich, das Let's Play hat euch auch gefallen. Wie gesagt, ansonsten, ja, wie gesagt, wenn irgendwelche Kommentare sind oder Anregungen, Wünsche, bitte unten in die Kommentare. Das war jetzt mal echt meine gute Nummer halt eben, das Schlussding. Mit ein bisschen zu viel Speed da reingedonnert. Gut, macht nicht, wir sind Gott sei Dank nicht entgleist, alle Dude, aber es sollte natürlich im Regelfall nicht der Fall sein. Ja, wie gesagt, für alle, die noch mehr Videos sehen wollen, halt eben auf dem Kanal sind genug. Ansonsten halt eben würde ich empfehlen, abonnieren nicht vergessen halt eben, wenn neue Videos kommen halt eben, wie gesagt, in dem Punkt, da ist man immer gleich mit vorn dabei. Und ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, freue mich bis aufs nächste Mal und sage Tschüss!